Willkommen zurück bei The Room 2. Jetzt will ich ganz schnell hier weg. Ich wollte eigentlich noch was sagen. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich will hier weg. Ich will hier ganz schnell weg. Kapitel abgeschlossen. Selbst kurze Reisen können große Entfernungen überbrücken. Und da du den Übergang gemeistert hast, bist du nun bereit für den letzten Schritt. Möge das Schicksal dir gewogen sein. Isolation. Also so einsam. Ich weiß nicht, kam ich mir gerade nicht vor. Ach, an den Raum erinnere ich mich. Zwar nicht im Detail, aber ich erinnere mich. Okay. Fangen wir hier drüben mal an. Wir haben hier ein Buch liegen, das ich nicht angucken kann. Wir haben hier eine 1. Ein Schraubendreher. Und Experiment 2.07. Subjekt Beta 4. Rattus Rattus. Ich würde sagen, es war eine Ratte. Deutliche Aufhaltungssubjekt Nekrose. Die Prämortem-Einflößung von Serum 5, temporäre Wiederherstellung Muskelreflex bei Postmortem Elektrostimulation 75 bis 85 Ampere, Mikroampere. Eieieiei. Ah, hier kommt es dann, wo wir unter die Schublade drunter gucken dürfen. Okay. Denn hier? Experiment 1.27, Subjekt Alpha 17, Lamprina aurata. Da müsste ich jetzt googeln, was das ist. Subjekt zeigt keine Reaktion auf Postmortem-Einflößung von Serum 4 in Kombination mit Elektrostimulation 10 bis 100 Mikroampere, merklicher Korpusverfall bei hohen Amperezahlen. Schlussfolgerung: Koleptera nicht für weitere Studien geeignet. Also wenn ich mich verlese, dürft ihr euch freuen. Einmal herzlich darüber lachen und den Fehler dann behalten. Okay. Gucken wir uns das hier mal genauer an. Schluss, ein Käfer. Irgendeine obskure Halterung. Hier sehen wir auch nichts. Wird eine spannende Folge, eine, in der wir nichts sehen. Moment, bin ich hier? Da kann ich keine Schrauben rausdrehen. Da bräuchte ich einen Schlüssel. Was haben wir hier? Da fehlt noch was. Mhm. Amplituden, Winkelmessungen, Linsenbrechung. Okay. Hier kommen wir noch nicht dran, weil... Weil ich bin böse und... Ach, was soll's, ich lasse es offen. Kann ich in das Buch wirklich reinschauen? Nein? Okay. Es tut
tut mir leid, Leute, ich bin gerade wirklich ein bisschen planlos. Da ich hier keine Säfte. Tja. Wir haben einen Schraubendreher. Wofür? Machen, da fehlt auch noch was. Wo kann ich denn den Schraubendreher benutzen? Falls ihr es gesehen habt, ich gebe euch den Tipp, ich kann euch nicht hören. Es ist etwas, das ich mir auch immer wieder bei anderen Let's Playern sagen muss. Man kann mich nicht hören. Gut. Dann haben wir immer noch den da unten. Das ist jetzt schön. Wir sind tatsächlich einen Mikroschritt weiter. Ansonsten schalte ich mal kurz die Hilfe ein und hole mir einen Tipp. Ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt an dieser Stelle tun möchte. Diese Werkbank sieht interessant aus. Welche Werkbank? Welche? Die da? Sie sieht interessant aus, ja. Oh, da kann man den Schraubendreher benutzen. Es ist einfach zu verführerisch. Ich bin ein bisschen blind. Eine Holzkiste. Wir haben eine Holzkiste für einen Code, den wir nicht haben. Das ist schön. Wo nehme ich jetzt den Code her? Wir haben hier ja nirgendwo Hinweise, oder? Habe ich die übersehen? Nein, das ist nur ein Käfer. Wenn ich da nämlich rumprobieren darf, das sind wir morgen noch hier. Ich bin wahrscheinlich total übermüdet. Eine Holzkiste. Sehr klug erkannt. Da ist mit Sicherheit irgendwas drin, was wir brauchen können. Ohne einen Hinweis. Die lässt sich vielleicht öffnen. Nur womit? Also wir kriegen keinen Hinweis. Okay.
Das ist doch albern. Ein schöner Rand hier. Ich bin noch viel frustrierter. Das sind Hilfen, die eigentlich nicht helfen. Was? Aber ich, Moment. Ich soll ja fortsetzen. Sind die vielleicht hier an der Tafel? Na, passt doch. Wir haben 1. Was war das andere? Und die 7. Ja, ich bin ein bisschen doof. Ich denke, ich werde der Einfachheit halber Batterie aufgeladen. Ich glaube, ich werde meine Suche von eben ein bisschen zusammenschneiden. Beziehungsweise auch die Bequemlichkeit stellen. Tadam! Okay. Nein? Doch. Ja. Nein. Sternförmiger Griff. Okay. Ja, wir spielen jetzt ein bisschen mit Lasern herum. Großer Griff. Experiment 5.01. Subjekt EH.
Ansatz oben rechts, Abtrennung, Schultergelenk. Vollständige Aufhaltung, Subjektnekrose. Bei Prämortem-Einfluss von Serum 5. Gefolgt von Postmortem-Einfluss von Serum 4. Perfekte Muskelreflexe bei Elektrostimulation 77¾ Mikroampere. Also zur kurzen Beschreibung, Nekrose ist praktisch der Verfall des Fleisches. Prämortem ist vor dem Tod und Postmortem ist nach dem Tod. So viel Latein kann ich dann auch. So. Wir haben einen Hebel. Wir sollten diesen Hebel benutzen. Die Frage ist nur, womit? Ja, womit? Ich glaube, diese Frage beantworten wir in der... Nein, Quatsch. Machen wir nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich die Folge ein kleines bisschen länger mache diesmal. Sozusagen zur Entschädigung. Vielleicht gibt es anders... Ach ja. Eine Rolle mit Bildern. Den Brief. Kirkton Sanatorium. Infirmary and Municipal Dispensary for... schön, das ist eine Leichenhalle und Krankenhaus und Sanatorium und ja, schön. Geschätzter Professor de Montfaucon. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ihre altruistischen Motive bezweifle ich zwar nicht, doch den Zustand ihrer Schwester ist der vorgesetzte Aufenthalt in ihren Anwesen nicht zuträglich. Ich bitte Sie, Madame Lucy, schleunigst mögliche Rückversicherung ins Sanatorium zu veranlassen. Verbringung. Die Schrift ist ein bisschen schwer zu lesen. Also, ich bitte Sie, Madame Lucys schleunigst mögliche Rückverbringung ins Sanatorium zu veranlassen. Mit ergebenem Gruße, Dr. Beckett. Tja, der gute Dr. Beckett. Haha. Ich hab doch gewusst. Eine riesige Wasserwanze. Irgendwo. Moment, die gucken wir uns erstmal so an. Ein Insekt. Ja, und kein sonderlich schönes. So, eine Rolle mit Bildern. Die kriegen wir hier rein. Und wir brauchen die Batterie. Alles klar. Tut mich jetzt sorry. Aber ich... Verdammt. Warum kriege ich die da nicht raus? Nein! Ich brauche doch noch eine Batterie. Was könnt ihr mir doch nicht antun, Leute? Kann man da nicht einfach den Stecker ziehen? Finde ich jetzt ein bisschen doof. Weil. Einfach weil. Kann ich nicht weiter drehen? Kann man ja schon mal ausrichten, wenn man dabei ist. Da muss definitiv eine Batterie rein. Minu. Ich werde die Folge jetzt noch beenden. Ja, doch. Ich sag mal, bis morgen. Danke, dass ihr noch dabei seid und ich hoffe, es wird nicht wieder so einen Hänger geben wie eben. Also dann, ciao, ciao.